Herzlich willkommen zum ersten Testcheck in diesem Herbst. Da unsere DVD aus allen Nähten platzt, geht's jetzt auch gleich los. Ihr seht Heroes of the Pacific, das für die PlayStation 2 und die Xbox erscheint. Im Bild seht ihr die Xbox-Version. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines jungen Nachwuchspiloten mit dem passenden Namen Crow und müsst euch in über 30 spannenden und abwechslungsreichen Missionen zum Fliegerass hochdienen. Damit ihr der kaiserlichen Armee nicht allein gegenübersteht, könnt ihr später auch noch euren Flügelmännern Befehle geben. Neben der Einzelspielerkampagne erwartet euch auch noch ein Online-Modus, den ich leider nicht testen konnte, weil die Server noch nicht bereitstehen. Als Flugzeugfan hat mir Heroes of the Pacific sehr gut gefallen. Die Missionen sind anspruchsvoll und sehr abwechslungsreich, die Grafik geht durchaus in Ordnung und da ihr bei der Steuerung zwischen Arcade und Simulation umschalten könnt, werden auch Anfänger nicht überfordert. Fans von Spielen wie Secret Weapons over Normandy werden Heroes of the Pacific lieben. Ich stehe auf jeden Fall drauf. Mit Nesca 06 Total Team Control, das für Xbox und PS2 erscheint, ihr seht gerade die Xbox-Version, hat Electronic Arts ein heißes Eisen für Nesca-Fans im Feuer. Im Gegensatz zum Vorgänger habt ihr jetzt ein ganzes Team an der Backe, um das ihr euch kümmern müsst. Damit ihr stets auf dem Laufenden seid, gibt es Funkverkehr und ihr könnt euren Teamkameraden, ähnlich wie in einem Taktik-Shooter, Befehle erteilen, die sich natürlich auch auf die Teamleistung auswirken. Das coolste Feature ist aber die Autotauschfunktion. Ihr könnt jederzeit, so wie ihr es am Anfang gesehen habt, da habe ich meine Karre geschrottet und habe mir dann ein anderes Auto geschnappt, zwischen den Teammitgliedern hin und her schalten. Abhängig von eurem Verhalten könnt ihr bei Nesca übrigens ein guter oder ein böser Fahrer werden, was sich ebenfalls auf den Rest eures Teams auswirkt. In technischer Hinsicht gibt's auf keinem der beiden Systeme was zu meckern. Die Fahrzeugmodelle sind detailliert, die Rennaction läuft sauber und flüssig über den Bildschirm. Die Fahrphysik geht ebenfalls in Ordnung, denn ein Nesca-Fahrzeug ist nun mal etwas anderes als ein Burnout-Renner. Fans des Rennsports sollten auf jeden Fall zuschlagen. Mit Beatdown Fists of Vengeance versucht Capcom sich an einem Hinterhofprügler mit deutlichen GTA-Anleihen. Ihr habt die Wahl zwischen 5 unterschiedlichen Charakteren und prügelt euch durch eine Stadt namens Las Sombras. Neben der Frage, wie viele Ladepausen ein Spiel in 3 Minuten hinlegen kann, ist besonders die Tatsache, dass ihr euren Charakter wie in einem Rollenspiel aufleveln könnt, interessant. Leider bin ich nicht so weit gekommen, denn Beatdown hat ein Problem. Egal ob ihr ein Muskelwerk oder eine blitzschnelle Kämpferin steuert, das Ding macht einfach keinen Spaß. Obwohl es unzählige Schlagvarianten und Kombomöglichkeiten gibt, sind die Kämpfe undynamisch und irgendwie langweilig. Die Grafik ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, gerade noch solide würde ich sagen, und die Steuerung ist ziemlich bockig. Wer prügeln will, findet eigentlich auf der Xbox und der PS2 deutlich bessere Alternativen. Ich würde es nicht kaufen. Deutlich spaßiger als Beatdown ist dieser Prügler hier. King of Fighters Maximum Impact Maniacs. Die 3D-Variante der King of Fighters kommt zwar in puncto Spieltiefe und Dynamik nicht an ihre 2D-Kollegen oder Kracher wie Virtua Fighter 4 Evolution heran, ist aber auf jeden Fall deutlich besser als die etwas ältere PS2-Version von Maximum Impact. Es gibt einen Story-Mode und den Versus-Mode, in dem ihr über 20 Kämpfer zur Verfügung habt. Die Kämpfe in Maximum Impact laufen aufgrund einiger wirklich heftiger Schläge ziemlich schnell ab, so richtig flüssig spielt sich das Teil aber nicht. Ich denke, ich bleib lieber bei den 2D King of Fighters Teilen. Immerhin gibt's noch eine gute Nachricht für alle, denen Dead or Alive Ultimate Online ein wenig zu ruckelig ist. King of Fighters Maximum Impact Maniacs lässt sich auf der Xbox nämlich online spielen. Hier sind wir jetzt bei Midway Arcade Treasures 3, das für die PS2, den GameCube und die Xbox erscheint. In der Oldie Compilation dreht sich alles um Rennspiele. Insgesamt warten 9 Racer darauf, von euch ausprobiert zu werden. Diejenigen unter euch, die früher mal viel Geld für eine Dreamcast-Konsole rausgehauen haben, werden sich sicherlich über ein Wiedersehen mit Hydro Thunder freuen, das ihr hier gerade im Bild seht. Obwohl ich bei einigen der anderen Titel den Eindruck hatte, sie würden fast schon zu schnell auf der Xbox laufen, ist die Umsetzung von Hydro Thunder durchaus gelungen. Allerdings hatte ich das Ding irgendwie deutlich hübscher in Erinnerung, naja, ist auch egal. Trotzdem, wer die klassischen Midway Racer mochte, macht mit dieser Sammlung zum günstigen Preis nicht viel verkehrt. Leider können die Spiele auf der Scheibe nicht ansatzweise mit aktuellen Produktionen mithalten, Videospielnostalgiker wie mich stört das allerdings wenig.
Auf der Disc findet ihr neben Hydro Thunder noch Spiele wie Rush 2049, Offroad Thunder, Rush the Rock, Stunrunner, Badlands, Race Driving und zwei Versionen von Super Offroad. Without Warning von Capcom, das für die PS2 und die Xbox erscheint, im Bild seht ihr die Xbox-Version, gibt euch die volle Heldenpackung. Ihr überlebt den Überfall einer Terroristengruppe auf eine Chemiefabrik, nämlich aus der Sicht von 6 verschiedenen Personen. Sobald ihr mit einer Figur einen Spielabschnitt oder eine Aufgabe gemeistert habt, wird die Zeit zurückgespult und der nächste Charakter ist an der Reihe. Vom Elite-Soldaten über sensationsgierige Journalisten bis hin zum Wachmann und Sekretärin sind auf jeden Fall genügend unterschiedliche Figuren unterwegs. Das Spiel an sich stellt sich dann als Mischung aus Ballerei und Schleichabenteuer dar, die nicht so recht zünden will. Spielerische Freiheit ist so gut wie nicht vorhanden, ihr spult eine Aufgabe nach der anderen ab und vernichtet dabei unzählige Terroristen. Die Technik ist, abgesehen von der wirklich nervösen Kamera und Geschwindigkeitseinbrüchen, durchaus akzeptabel. Spaß macht das Spiel deswegen aber trotzdem nicht. Wow, Far Cry Instincts. Nee, nicht ganz, obwohl das Setting durchaus passen könnte. Im Bild seht ihr natürlich Serious Sam 2 für die Xbox. Wer Serious Sam kennt, der weiß, was ihn erwartet. Markige Sprüche, Unmengen an dummen Gegnern und einfach nur unkomplizierter Ballerspaß ohne Kompromisse. Obwohl die beinharten Ego-Shooter-Fans unter euch sicherlich unterfordert sein werden, hat mir Serious Sam 2 wirklich viel Spaß gemacht. Anstatt sich irgendwelche wilden Strategien ausdenken zu müssen, gibt es bei Serious Sam nämlich nur eine Marschrichtung, und zwar geradeaus. Grafisch gibt es, abgesehen von ein paar Rucklern und den nicht gerade hübschen Feinden, eigentlich nichts zu meckern. Wer den Vorgänger mochte, wird auch den zweiten Teil lieben. Leute, die es eher realistisch oder bierernst mögen, lassen lieber die Finger davon. So, und jetzt noch kurz etwas in eigener Sache. Leider konnten wir aus Platzgründen die Gewinner und die besten Bilder des berühmt-berüchtigten Grinsen-Wegwisch-Wettbewerbs noch nicht zeigen, wird aber in der nächsten Ausgabe nachgeholt. Versprochen. So, kommt gut in den Herbst und passt auf, dass ihr keine kalten Füße kriegt.